miteinander. Eine neue Keyboard-Funktion bedingt, dass man sich mit ihr ausgiebig beschäftigen sollte, um sie dann auch wirklich ausnutzen zu können. Die neue Ensemble-Voice-Kategorie bietet eine am Keyboard noch nie dagewesene Authentizität, wenn es um Instrumentierungen geht, in denen die virtuellen Musiker wie in einem echten Orchester ihre eigene Stimme haben sollen. Sie ersparen sich mit diesem Produktpaket viel Arbeit, denn das Ausprobieren und Zusammenstellen von musikstiltypischen Instrumentenkombinationen bedeutet auch für einen geübten Arrangeur viel Zeitaufwand. Reine Instrumentierungen wie die Ensemble Voices haben den Vorteil, dass sie universell nutzbar sind, denn sie sind nicht an einen Style oder eine musikalische Stilrichtung gebunden. So kann man auch so manche Überraschung erleben, beispielsweise, dass die gleiche Ensemble Voice genauso in ein Big Band Musikstück als auch in ein alpenländisches Folklorestück passt. Um Sie hierbei ein bisschen auf Ideen zu bringen, gibt es zusätzlich in diesem Paket auch noch 3 universell nutzbare Registrierbänke, die aber längst noch nicht das Potenzial der 30 Ensemble Voices ausschöpfen. Hier sollten Sie einfach auch selbst kreativ werden, indem Sie unterschiedlichste Kombinationen mit Styles einfach ausprobieren. Sie haben es in diesem Produktpaket ja mit 2 verschiedenen Dateiarten zu tun, einmal den 3 Registrierungsbänken und dann mit den 30 Ensemble Voices. Um allerdings mit den Ensemble Voices musizieren zu können, sollten Sie zuerst auf Ihrer Keyboard-Festplatte einen Speicherort herstellen, wo Sie die Ensemble Voices auch ablegen können. Damit haben Sie für alles, was irgendwie mit Instrumenten zu tun hat, also mit Voices, einen Hauptabspeicherort in Ihrem Keyboard, egal ob Sie diese Voices gekauft oder selbst erstellt haben. Die 3 Registrierbänke sind ja mit den Ensemble Voices dann verknüpft. Deshalb ist es wichtig, dass die Voices auf Ihrer Keyboard-Festplatte einen bestimmten Platz haben, damit die Registrierungen Sie nachher auch finden. So, jetzt nehme ich mal einen Screenshot zur Hilfe, dass Sie das alles ein bisschen besser sehen. Für jede Kategorie im Keyboard habe ich ja einen Hauptordner angelegt, also für MIDI-Files, für Styles, für Music-Finder-Dateien, für Multipads und so weiter. Und genau so etwas sollten Sie also jetzt zuallererst auch für Voices machen. Ich habe das hier auf der zweiten Seite gemacht, einen Voices-Hauptordner. Bitte beachten Sie auch die genaue Schreibweise, denn wenn Sie das anders schreiben, dann finden nachher die Registrierungen Ihre Ensemble-Voices nicht. Also zuallererst einen Voices-Hauptordner erstellen, so wie ich das hier habe. Das geht, indem Sie hier die untere VIP-Taste 7 anklicken mit Folder. Folder heißt auf Englisch Ordner. Und dann einen Voices-Hauptordner. Und in diesem Voices-Hauptordner erstellen Sie nochmal einen Ordner, den Sie Ensemble Voices nennen. Damit haben Sie jetzt die Grundlage geschaffen für die Ensemble Voices, die Sie danach hereinkopieren wollen. Am Computer erstellen Sie einen Ordner namens Wood and Brass. Bitte beachten Sie auch hier wieder die genaue Schreibweise. In diesen Ordner kopieren Sie dann die 30 Ensemble Voices hinein. Das sind die Dateien mit der Dateiendung ENV. Den Ordner inklusive Inhalt kopieren Sie dann auf einen USB-Stick und den stecken Sie dann hier vorne ins Keyboard ein. Die Ensemble Voices sind innerhalb der Voices eine geschlossene Abteilung. Mit dem Drücken der Ensemble-Taste hier schalten sich die 4 Instrumente automatisch um und die zuletzt aufgerufene Ensemble Voices zu hören, wenn Sie jetzt auf der Tastatur spielen. Wollen Sie hier wieder rauskommen, sollten Sie entweder eine Registrierung aufrufen, in der keine Ensemble Voice gespeichert ist. Auch hier sieht man sofort wieder den Bildschirm. Oder Sie können auch ein OTS drücken. Auch das befördert Sie aus der Ensemble-Abteilung automatisch wieder nach draußen. Öffnen Sie jetzt also hier mit der Ensemble-Taste die Ensemble Voice-Kategorie. Dann gehen wir hier auf Preset. Da sind wir jetzt noch auf der Preset-Seite von Yamaha. Wir gehen aber hier rüber auf den USB-Stick mit der rechten Tab-Taste. Und da sehen wir auch schon unseren Ordner Wood and Brass. Den wollen wir ja jetzt auf unsere Keyboard-Festplatte kopieren. Wir machen also Folgendes. Wir machen erstmal Copy. Tippen dann hier den Wood and Brass-Ordner an. Okay. Dann gehen wir eine Stufe nach links mit der Tab-Taste mit der linken. Hier zu unserem Voice-Ordner. In den Ensemble Voice Ordner hinein durch den Druck und sagen jetzt Paste für Einfügen. Das braucht kurz und schon haben wir hier unseren Wood and Brass Ordner auf der Keyboard-Festplatte drauf. Wenn ich jetzt hier draufklicke, haben wir auch hier unsere 3 verschiedenen Seiten
mit den verschiedenen Ensemble Voices. Wollen Sie die Ensemble Voices jetzt ausprobieren, sollten Sie auf alle Fälle hier die Accompaniment-Taste anmachen und mit der linken Hand Akkorde greifen. Doch zuerst noch ein paar wichtige Informationen. Das erstgenannte Instrument meiner Zusammenstellungen ist immer das Hauptinstrument, das stimmführende Melodieinstrument. Es sitzt immer hier auf der Left Voice. Das wäre jetzt hier die Klarinette gewesen. Dadurch, dass Sie jetzt hier diese drei anderen Voices ausschalten, können Sie auch ganz bewusst zurückschalten, mal nur auf die Solostimme und nachher wieder das restliche Orchester dazu holen. Damit Sie nicht so ins Leere tappen, habe ich in der Dateibezeichnung auch vermerkt mit einem großen H, dass ein Harmonie-Effekt eingebunden ist. Eine 1 steht stellvertretend dafür, dass kein Harmonie-Effekt verwendet wurde. Wenn einer dabei ist, sollten Sie unbedingt mit der linken Hand Griffe greifen, weil es nämlich sonst zu unangenehmen Frequenzüberlagerungen kommen kann. Ich spiele jetzt mal ohne Akkord. Gleich klingt es nicht mehr gut. Erst in dem Moment, wo Sie den Akkord greifen, haben Sie dann wieder Ihren vierstimmigen Satz. Bei den Ensemble Voices, bei denen eine 1 dahinter steht, besteht diese Gefahr übrigens nicht. Die Oktavlage der Ensemble Voice Instrumentierungen wurde ganz bewusst so gelegt, dass Sie den größtmöglichen Bereich auf Ihrer Keyboard-Tastatur zum Spielen der rechten Hand zur Verfügung haben. Es passt nicht jede Ensemble Voice zu jedem Musikstück, aber manche passen ganz besonders gut und diese sollten Sie dann eventuell in Ihren eigenen Registrierungen abspeichern. Mit P1, P2 und P3 können Sie dann auch zu den anderen Instrumentenseiten wechseln. Nun zu den Registrierungen. Anfangs sollte dieses Produkt ja ein reines Voice-Paket werden. Doch beim Erstellen einiger Registrierungen für das Video wurde mir dann schnell klar, dass vermutlich die Rufe nach den verwendeten Einstellungen laut werden würden. Und auch, dass nicht jeder Musiker fähig sein würde, die verwendeten Preset-Styles herauszufinden. So kamen dann also noch drei Registrierbänke dazu, die längst nicht alle musikalischen Stilrichtungen abdecken, aber die ja auch nur einen kleinen Einblick in die vielseitige Verwendbarkeit der 30 Ensemble Voices geben sollen. Die Registrierungsbenennung ist dabei bewusst meist nicht streng titelbezogen gewählt, denn Sie können mit der gleichen Registrierung viele weitere ähnliche Musikstücke spielen. Variieren Sie hier auch, indem Sie die erste Registrierung aufrufen und dann andere Ensemble Voices dazu ausprobieren. Sie werden überrascht sein, wie abwechslungsreich Sie allein damit Ihre Stücke spielen können. Ich spiele Ihnen jetzt die Registrierungen noch kurz an. Es geht los mit der Bläserbank. Und zwar mit der Nummer 1, einem einstimmigen Bläsersound, der sehr universell einsetzbar ist. Ich spiele Ihnen jetzt ganz kurz mal die Einleitung von Stevie Wonders Sir Duke. Das nächste Musikstück kennen Sie bestimmt auch. Das ist ein ganz bekannter Charleston mit einem nostalgischen Bläserklang. Das nächste ist ein gern gehörter Swing, von Frank Sinatra oft gesungen, Love and Marriage. Die nächste Registrierung habe ich Final Pop Ballad, also Popballade Schlussteil genannt, weil man mit dieser Instrumentierung ganz, ganz viele Popballaden spielen kann, wenn sie also hinten raus ins große Finale übergehen.
Ob Sie das nächste Musikstück kennen? Louis Armstrong hat es damals mit der kleinen Gabriele zusammen aufgeführt. Eine gefühlvolle Jazzballade, Uncle Satchmo's Lullaby. Beim nächsten Musikstück, The Last Waltz, Engelbert Humperdinck, kommen jetzt auch mal die Posaunen zum Einsatz. Hier mal ein Welthit im flotten Disco-Stil, Exodus. Der letzte Titel hier auf der Bläser-Registrierbank, der gibt Ihnen jetzt auch mal ein bisschen Zucker in den Kaffee. Ein beliebter Oldie, hier auch mal im Cha-Cha-Rhythmus. So, jetzt wechseln wir rüber zur nächsten Registrierungsbank. Das ist hier die Saxophonbank. Es geht los mit einer Registrierung, die sich Zwei Finger Slow Rock nennt. Deshalb, weil Sie nämlich die Melodien möglichst zweistimmig spielen sollten. Sie können damit ganz, ganz viele Musikstücke spielen von Billy Vaughan, Captain Cook und so weiter. Oder sowas. Oder. Oder. Ganz, ganz viele Möglichkeiten mit einer Registrierung hier. Das nächste ist eine sehr bekannte Jazzballade, Mona Lisa. Hier mal ein typischer Big Band-Satz am Beispiel von Glenn Millers In the Mood. Hier noch ein typisches Beispiel für einen langsamen 6/8-Blues, zum Beispiel Slow Motion von Pete Tex. Natürlich kann man eine Saxophoninstrumentierung auch mal als Schlagerinstrument nehmen. Hello again, Howard Carpendale. Eine ganz typische Instrumentierung für einen Paso Doble ist, wenn Sie einen Saxophonsatz nehmen und oben drüber eine hohe Flöte legen. Musik.
Nochmal einen einstimmigen Saxophonsatz. Ob Sie es jetzt lieber italienisch mögen oder deutsch, Umberto Tozzi oder Howard Carpendale, das überlasse ich Ihnen. Merken Sie sich jetzt mal dieses Saxophon, es kommt nämlich bei der nächsten Registrierung nochmal. Diesmal allerdings in einem Popsong, und zwar von George Michael, Careless Whisper. Eine ganz, ganz berühmte Einleitung eines Popsongs. Das war also die zweite Registrierungsbank mit den Saxophonen. Die nächste Registrierungsbank hat Klarinette und Flöte zum Hauptinstrument. Es geht los mit einer Instrumentierung für einen ganz bekannten französischen Titel, C'est si bon, hier als Slow Fox. Ein bekanntes alpenländisches Musikstück, welches auch die Klarinette als Hauptinstrument verwendet, ist der Klarinettenmuckel. Natürlich kann man auch Musicals mit den Ensemble Voices spielen, zum Beispiel aus My Fair Lady, I Could Have Danced All Night. Bestimmt kennen Sie die bekannte Einleitung der Elisabeth-Serenade mit den Flöten. Die gleichen Flöten, die werden auch bei Bert Kaempferts Swinging Safari verwendet. Das bekannte Musikstück aus den Anden, El Condor Pasa, diesmal nicht mit Panflöte, sondern in einem etwas anderen Flötenarrangement. Dieses Musikstück dürften Sie auch kennen, Amapola, ein ganz beschaulicher Swing. Mit meiner letzten Registrierung, meiner drei Registrierbänke, mache ich jetzt einfach mal so einen kleinen Streifzug quer durch die Ensemble-Voice-Abteilung. Thank you.
Wie bereits angedeutet, die Registrierungen sollen nur ein paar Ideen zu den Wood and Brass Ensemble Voices liefern, mehr nicht. Diese Instrumentenzusammenstellungen sollte man als Soundpool betrachten, aus dem man jederzeit schöpfen kann, sobald man eine Instrumentierung sucht, die irgendwie mit Flöte, Klarinette, Saxophon oder Blechbläsern zu tun hat. Erst ihre eigene Kreativität mit musikalischen Stilrichtungen und Styles wird sie letztendlich so richtig zum Leben erwecken. Wir wünschen Ihnen hierbei viel Spaß und Erfolg.